Ich bin da drüber hinweg, glaube ich. Also, ich schaffe das jetzt alleine. Vielen Dank. Ach ja? Allein? Schaffst du das alles allein? Ich denke, ja. Entschuldigung. Entschuldigung, junger Mann. Ja, kommen Sie mal bitte. Nicht an, ne? Nein, ich will gar nichts Böses von Ihnen. Stellen Sie sich bitte einmal kurz hierher für meine Freundin. Die braucht ein bisschen Hilfe. Sie ist die Freundin. Gut. Dann zeig mir doch mal, dass du das jetzt alles alleine schaffst. Guck ihn dann an. Ein potenzieller hirntoter IS-Kanake, der dich nur als ein Loch mit was drum herum anzieht. Sag ihm, dass du keine Angst mehr vor ihm hast. Hast du mich gemeint? Zeig mir, dass du mich nicht mehr brauchst. Hä? Wir leben in einem freien Land, wenn es dir noch nicht aufgefallen ist, Meister. Da kann jeder seine Meinung sagen. Oh, außer er hat Angst. Wegen der Fotze fühlst du dich wie ein Mann oder was? Hä? Was? Was? Ja? Entschuldigung? Entschuldigung? Hallo? Warum bin ich eine Fotze? Warum? Hm? Weil ich blond bin? Ja? Weil ich deutsch bin? Atmen. Weil du deshalb denkst, dass du mich ficken kannst? Atmen. Ich trage keine Burka. Ich lass mich nicht beschleimen von dir oder von dir einsperren, du kranker Wichser! Lass unsere Frau in Ruhe! Fisch. Ich esse am liebsten Fisch. Hey! Schluss damit, jetzt ist aber wirklich genug. Aber Kleine will noch zu Ende gucken. Nicht, Kleine? Ja, ich möchte zu Ende gucken. Zeig der Kleine doch dein Puppenhaus. Da gab es gerade ein Erdbeben. Jetzt hast du immer noch den Gips. Boah, wie hast du das kaputt gemacht? Was kostet? Und? Ja, rat mal, was das ist. Das ist gemein. Ja, fast wie richtiger Käse, oder? Eigentlich sogar besser, finde ich. Also unsere Yogalehrer leben alle konsequent vegan. Die schauen super aus, glaub's mir. Und was sagt Papa dazu? Na, der ist traurig. Und wieso? Na, wegen seinem Honig. Der ist ja auch von Tieren gemacht. Die Bienen werden ja total ausgenutzt. Der ganze mühsam gesammelte Proviant wird ihnen einfach weggenommen. Und die Königin, hörst du mir bitte zu? Hallo! Was? Also die Königinnen, die werden qualvoll künstlich befruchtet. Also ich bin so froh, dass wir in der neuen Wohnung keinen Balkon haben. Wann seid ihr eigentlich später weg? Also meine Schicht beginnt um 7 und der Papa muss kurz vor 8 los, glaube ich. Der geht ja heute noch zu dieser Frau. Nee. Das habe ich mir anders überlegt. Hä, hey, wieso? Ich meine, das hat doch irgendwie voll interessant geklungen und so. Was? Ja, du kannst doch da hingehen. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir will. Außerdem habe ich Kopfschmerzen. Kein Wunder, wenn du die ganze Zeit in diesem Rauch stehst und Tiere quälst. Soll ich dir eine Aspirin holen? Na, klar. Chemie. Ja, Chemie. Und runter mit diesem grauslichen Zeugs. Der bleibt. Jetzt mach doch mal was Vernünftiges. Sowieso der Letzte. Sport zum Beispiel. Weißt du, was ich mir wünsche? Dass du einmal die Welt mit meinen Augen sehen könntest. Was? Ja, tut mir leid, gibt's nicht mehr. Für immer? Für immer. Erstmal. Es kam der Künstler zunächst ordinär vor, sich Sex über einer dieser Dating-Seiten zu suchen. Handbeschleuniger XL? XC74? Sein Profilbild, da sahst du irgendwie anders aus. In einem anderen Leben wieder diese quälende Unsicherheit um sich. Tut uns leid. Niemand hat ihre Tochter gesehen. Mein Klein. Ich liebe ein Mädchen aus meiner Klasse. Svenja. Du hast keine Ahnung, was mir gerade passiert ist. Okay. Ich habe ein Angebot bekommen von so einem Arab. Der will mich für eine Stunde lang lecken. Gib das mal. Meine Frau sagt immer, ich hätte keine Struktur mehr. Keine Struktur. Ich habe jetzt auch nicht so ausgefallene Wünsche. Beschnitten? Mhm. Können wir mal sehen. Prima. Vielen Dank. Ich schaffe das jetzt allein. Allein? Schaffst du das alles allein? Ja. Und ihm blieb nichts, außer tagtäglich die Träume aller Leute wegzuräumen. Ihre Tochter ist nicht tot. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ich arbeite gerade dran. Jeder kann die Welt verändern. Ah! Ah!
Vögels, glaube ich. Ja, ich kann mich erinnern.